Hey Leute, nicht wundern, ich bin's Felix. Ich wollte nur ganz kurz eine Ansage machen und zwar geht es um die jetzt gleich kommende Folge von Lone Wolf. Wir haben eure Kommentare alle gelesen, danken euch dafür und ja, wir können es durchaus verstehen, die Kritik, dass die Sprachausgabe auf Deutsch ist. Das werdet ihr aber jetzt nur noch für diese und nächste Folge ertragen müssen. Ich hoffe, ihr haltet das aus und dann wird die Sprachausgabe auch auf Englisch sein in den kommenden Lone Wolf Folgen. Wir hoffen, ihr könnt damit leben. Und nicht wundern, dass jetzt schon wieder eine Lone Wolf-Folge kommt. Eigentlich wäre ja Eurofly dran. Aber da wir auch nebenbei noch was zu tun haben, wird sich das noch um 2 Tage verzögern. Und dann kommen auch wieder neue Eurofly und auch andere Videos. Also, vielen Dank für die Kommentare. Jetzt aber weiter mit Lone Wolf. Hallo und willkommen bei Lone Wolf. Wir spielen Lone Wolf. Wir gehen auf die Jagd. Wir schnappen uns die nächsten hilflosen, was auch immer. Und genau, do you want to replay the same mission? Dann schauen wir mal. Die habe ich noch gespielt. Danach tauchen wir zusammen blind. Also, wir sollen. Ich möchte mich nachdenken, wo wir hin müssen. Wir sollen zu Mission, zu C3 und wir sollen dann auch noch andere Schiffe, die aus A5 kommen, abfangen. Sehr schön. Das heißt, das ist hier tatsächlich relativ lame, weil. Seht ihr, man sieht hier noch die Cargo Chips. Oh, Cargo Chips, lecker. Cargo Chips mit Salz und Pepperoni oder. Nicht Pepperoni hier. Paprika, das andere Zeug. Man sieht hier noch die Cargo Chips. Auf dem im Autocurse, das heißt, ich könnte die theoretisch Autocurse. Aber das müssen wir ja nicht machen. Aber ich kann durchaus Autocurse. C3 war es, glaube ich. Ach nee, ich bin ja. Jetzt tauchen wir erstmal in Ruhe eine Runde. Und zwar mit voller Geschwindigkeit. Und holen uns erstmal das Cargo-Schiff, das da entspannt vor sich hin liegt. Mal schön checken, ob da auch Minen sind. Tauchen wir von uns hin. Ich überlege gerade, ob wir theoretisch tiefer gehen sollen, aber ich spare erstmal noch das Öl und warte mit dem Tiefergehen auf den Destroyer, weil wir sind im Moment 20 Fuß tief, 6 Meter und könnten aber, glaube ich, auch aus 40 Fuß tief noch schießen. Ich probiere mal das Radar aus, das ist theoretisch gefährlich, weil uns die Feinde dann sehen können, wenn sie unseren Rabatt kriegen, genau wie beim Bonano viel weiter, aber ja, mal schauen. Motin ausgewählt, Motin hat es ausgewählt. Aber nichts in Sicht. Voller Geschwindigkeit, ne? Ariadko 18 hoch, ausgewählt, Ariadko. Hier hat Gott die Bundesamt 20 Leppenweiß ausgewählt. Jetzt hätte ich mir irgendwas Nettlustiges überlegen sollen, was ich erzählen kann, während wir Reisezeit haben. Ich habe dich nicht in Erinnerung gehabt, dass das so lang ging. Aber das letzte Mal wurde ich quasi direkt neben dem Cargo-Shop gespawnt.
Vielleicht wird man zufällig gespawnt oder was? Ich weiß es nicht. Ja, aber wir fahren schon von uns hin, die Maschinen summen, die Kühe ist brav, noch keine Aufstände, noch keine Morderei. Freuen sich alle auf ihr Krisengeld. Gab es sowas noch in der Zweiten Weltkriegsmarine? Weil früher war es tatsächlich so, dass man die Leute ganz arg darüber motiviert hat, dass wenn ein Schiff gekapert oder zerstört ist, dann wurde halt hinterberechnet, wie viel das Schiff wert war. Und du hast halt als Mannschaftsmitglied einen Anteil bekommen. Ich sag mal so, es war der Zweite Weltkrieg. Am Ende waren da eh alles so durch. Da war eh allen alles egal. Alle haben sich hauptsächlich aus. Hauptsächlich beschäftigt, sich umzubringen. Booting. Kurse 40 DP ausgewählt, Kurse 40 DP, Schattes ausgewählt, Entferin Adler Seedrill ausgewählt, Entferin Adler Seedrill, Schattes ausgewählt. RSC3. Auge des Nassen 5 Nils ausgewählt, Auge des Nassen. Rotate Adler Seed, Freisektor 1, Erste ausgewählt, Rotate Adler Seed, Freisektor 1, Erste, Schattes ausgewählt. 2, 3, das heißt wir wollen noch einen nach Osten und 2 nach Norden. Booting ausgewählt, Booting, Schattes ausgewählt. Hilfe, ein Kabel 7, Mordiast, 6, 9, 1, 2, Kabel 7, Mordiast, 3, Islam, Mordiast, 10, Betonnes Kabel. Ein Kabel, Schattes geschützt, 4, 2, Booting ausgewählt. Kompatibel, Schattes ausgewählt. Liste, ein Cargo 7 auf Port, 5900 Klaus. Ein Kabelfeld. Ariadne Klaus, Auswahl entfernt, Fullstopp ausgewählt. Und stoppen mal? Da sind sie nämlich. Und jetzt können Liste, ein Cargo 7 auf Port, 5700 und 2 Cargo 7 4 auf Port, 6000 Klaus. Anfangen mit dem Track. Ein Kabelfeld, Schreibgeschütz, mehrzeilig, Fullstopp ausgewählt. Cargo 7 Tracking ausgewählt. Cargo 7 Tracking, Schattes ausgewählt. 4P ausgewählt. 4P, Schattes ausgewählt. Vorbegutube, Durchbogen ausgewählt. Vorbegutube, Durchbogen, Schattes ausgewählt. Ganz leise jetzt. Ausgewählt. Ariadne Klaus, ausgewählt. Ariadne Klaus, Schattes ausgewählt. Richtig anfahren. Neue Zeile, Sieg, Krieg, ausgewählt, Sieg, 5P ausgewählt. 5800. 7P ausgewählt, neue Zeile, Streik, 3. Neue Zeile, Auswahl, entfernt. Leicht Backbord. 5800 Platz. 4P ausgewählt. 3P ausgewählt. 2P ausgewählt. 1P ausgewählt. Neue Zeile, Streik, 3 ausgewählt, Streik, 3 ausgewählt. Und da haben wir das erste. Tschüss. Und das zweite? Neue Zeile, 6P aus. 5000 Platz ausgewählt, 5000. 4P ausgewählt. 3P ausgewählt. Schleichen wir uns auch anders ran, das scheint noch nicht. 1P, neue Zeile, Streik 3 ausgewählt, Streik 3 Art. Vorbegutube, Durstlosen ausgewählt, Vorbegutube, Durstlosen, Schattes ausgewählt. Auswahl entfernt, Vorbegutube, Durstlosen ausgewählt. Ich vertraue meinen Schießkünsten einfach mal ganz mutig. Und jetzt. Nochmal auf das Wrack geschossen. Das ist ethisch wahrscheinlich sehr fragwürdig, aber. Ja. So, und das ist jetzt in B413 das nächste Cargo-Chip. Um zu knuspern, müssen wir das abfangen. Und jetzt muss ich kurz nachdenken. Wir sind. Das will ja hierher. Das will ja zu C323. Und da sind wir gerade. Aber wir warten nicht auf die. Das dauert ewig. Die fahren nämlich noch viel langsamer als wir. Ein Kabelfeld, Schreibgeschütz, mehrzeilig, direkt in den Kabelfeld in der Marine. Keine Minute zu verlieren. Dementsprechend steuern wir jetzt mal zu, wenn wir die abfangen wollen, zu vielleicht. Neue Zeile.
Ich habe jetzt automatisch Kurs auf Westen gesetzt und dann fahren wir erstmal rüber nach B3. Da geht es runter mit ganz vielen Menschen an Bord. Hallo Krieg. Und ich schalte auf Dieselantrieb, weil dann sind wir 18 Knoten schnell und nicht mehr bloß 8. Das ist tatsächlich das Einzige, ich finde es ja sehr authentisch, mit dem Antriebsarten und dem Torpedo und eben auch, so war das so ein bisschen damals mit dem Abschießen von Frachtschiffen. Wenn du ungefähr wusstest, wo sie waren, hast du dich in Position gesetzt, deine Torpedos abgeschickt und abgewartet, bis sie abgesoffen sind. Und also natürlich war es in der Praxis schon gefährlicher, aber so vom Prinzip ist es wunderschön schön gemacht. Aber man hört überhaupt keinen Unterschied zwischen den Diesel- und den Elektromotoren. Es gibt auch kein Geräusch, wenn man zwischen denen umschaltet. Das kann man nur nachschauen. Das finde ich sehr schade. Da haben sie Potenzial versäumt, das noch gegeben gewesen wäre. So, wir können sie noch nicht richtig orten. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn in 4-2? Na gut. Und sie sind in Sektor 2-2, aber in B4. Das heißt, die kommen jetzt natürlich hier runter. Die werden wahrscheinlich dann fahren. Ich weiß es gar nicht so genau. Aber wir fahren jedenfalls noch weiter nach Westen und hoffen, dass wir. Wenn wir es richtig gut machen, haben wir sie am Ende einfach direkt vor dem Bug. Müssen einfach nur die Motoren ausschalten, den Destroyer abschießen und dann das Frachtschiff Pack verdecken. Mal schauen, ob das so klappt. Die Map ist aufgeteilt in 25 Areas und mit jeweils 25 Sektoren, also A bis B5 und die haben dann jeweils 1 bis 5. Prinzipiell natürlich nicht so schwer zu verstehen, aber ich muss zwischendurch immer mal wieder anhalten und nachdenken. Aber immerhin ist es keine von diesen Karten, die von irgendwelchen Informatikern programmiert werden, wo man bei 0,0 anfängt und die Karte dann nach unten geht. Also man irgendwie, wenn man nach Norden fährt, irgendwie plötzlich bei x-1 ist oder sowas. Das gibt's nicht. Stopp. Wo sind sie denn jetzt laut dem Lame-Autokurs? Genau. B4, Sektor 2-2. Die sind jetzt im Norden von uns. Und ich denke mal, wir gehen dann auch mal auf den Nordkurs. Und ich riskiere mal das Radar. Nix. Die müssen uns nämlich jetzt entgegenkommen, immer noch mit ihren 6 Knoten oder was sie fahren. Aber jetzt müssen wir auch vorsichtiger sein, weil jetzt ist natürlich, die haben einen Destroyer dabei. Und wenn der uns erwischt, dann macht er uns platt. In Sektor 4-3. Ah, jetzt fahren die erst rüber. Oh, wie nervig. Na gut, dann müssen wir sie da abfahren. Warum fahren die denn da so rechts? Na gut, die sind wahrscheinlich auch so ein Schrägkurs. Hoffen wir mal, dass wir die erwischen.
schon jemand auf dem Radar. Die kommen jetzt in B4 rein. Oh, hört ihr? Das Wasser plätschert am Rumpf entlang. Da! Gut, dann machen wir es jetzt etwas vorsichtiger. Und zwar... Und fahren... ganz vorsichtig weiter. Noch nichts im Sonar. Elektrischer Antrieb jetzt? Hoffe ich zumindest. Was dieser Tauchsound soll, weiß ich auch nicht so genau. Da hätte ich jetzt auch eher rauschendes Wasser erwartet. Ist da schon jemand? Jetzt müssen wir ganz vorsichtig sein. Jetzt müssen wir uns ranschleichen und den Destroyer erwischen, bevor er Ausgewählt. Das heißt, die fahren nach Südosten und wir fahren gerade nach Nordosten. Potenziell gar nicht. Ausgewählt. Wenn wir richtig Glück haben, fährt er uns jetzt genau vor die Luken. So wie das sein sollte. So ist es, glaube ich, gedacht. Hört ihr? Destroyer ist sinking. Wir haben ihn erwischt, den Mistkerl. Er hatte keine Chance. Wo sind jetzt meine Chips hin? Er hat meine Chips gegessen. Okay. Wir fahren einfach mal nach Osten. Ja, wir kriegen nur die Kursinformationen vom Zuhörer, ja. So, jetzt müssen wir nämlich unseren Kurs anpassen auf den Discovery, sodass wir schön vor ihm liegen und schön abschieben können.
Auswahl entfernt. 21 Klicks. Ayakume Quarter ausgewählt. Ayakume Quarter stattdessen ausgewählt. 6100 Platz. Ayakume Half ausgewählt. Ayakume Half 1 Knoten ausgewählt. Ayakume Half 2 Knoten ausgewählt. 19P ausgewählt. 19P. 6200 Platz ausgewählt. 2 Fortbildungen sind bis an 16 Leften. Ayakume Half 2 Knoten ausgewählt. Ayakume Quarter. Surfacing ausgewählt. Surfacing stattdessen ausgewählt. Depp 20 Feet ausgewählt. Depp 20 Feet stattdessen ausgewählt. Depp 20 Feet ausgewählt. Ayakume Quarter 2 Knoten ausgewählt. Surfacing? 6200 Platz ausgewählt. 6200. Da geht der Lüftung runter. So, und jetzt kommen wir der Sache schon näher. 15P ausgewählt. Schauen wir mal. 6100. Neue Zeile. Sleep Left ausgewählt. 14P ausgewählt. 14P stattdessen aus. 12P ausgewählt. Wir verfolgen 6100 Platz ausgewählt. 6100. 9P ausgewählt. 9P stattdessen ausgewählt. 8P ausgewählt. 6000 Platz ausgewählt. 6000 Platz. 5P ausgewählt. 5P stattdessen ausgewählt. 4P ausgewählt. 4P stattdessen ausgewählt. 6000 Platz ausgewählt. 6000 Platz stattdessen ausgewählt. 2P ausgewählt. 2P stattdessen ausgewählt. Hagoji Detektiv hat 6000 Platz ausgewählt. Hagoji Detektiv hat 6000 Platz stattdessen ausgewählt. 1P ausgewählt, 1P stattdessen ausgewählt, 1S ausgewählt, 1S stattdessen ausgewählt, 2S ausgewählt, 2S stattdessen ausgewählt, 4S ausgewählt, 4S stattdessen ausgewählt, 5S ausgewählt, neue Zeile, Spike-Tariat ausgewählt, Spike-Tariat stattdessen ausgewählt, 6S ausgewählt, 6S stattdessen ausgewählt, 7S ausgewählt, 7S stattdessen auf Wahlen entfernt, Kurse 76 EP ausgewählt, 8S ausgewählt, 8S stattdessen ausgewählt, so vor ihnen liegen, dass wir sie auch erwischen, während sie sich bewegen. 10S ausgewählt, 10S stattdessen ausgewählt, 11S ausgewählt, neue Zeile, Sieg-Sieg ausgewählt, Sieg-Sieg stattdessen ausgewählt, 5S ausgewählt, 9S ausgewählt, 9S stattdessen. Schön, einfach mal langsam auf ihren Kurs ein, verfolgen sie. 7S ausgewählt, 7S stattdessen. Hoffen, dass sie noch irgendwas im Ärmel haben, ich glaube tatsächlich nicht. 5S ausgewählt, 5. Auswahl entfernt, 4S ausgewählt. 2S ausgewählt. Kurse 91 EPs, 2S ausgewählt, 2S stattdessen ausgewählt. 1S ausgewählt, 1S stattdessen ausgewählt. Sollten wir sie doch eigentlich erschießen können? 5S ausgewählt, 5S stattdessen ausgewählt. 1D ausgewählt, 1D stattdessen. 2D ausgewählt, 2D stattdessen. 5700 Platz ausgewählt. 4P ausgewählt, 4P stattdessen ausgewählt. 5700, Kurse 103 Degrees ausgewählt. 6P ausgewählt, 6P stattdessen ausgewählt. Hagoji Kurse 132 Degrees. 132 Degrees. Auswahl entfernt, 7P ausgewählt. Kurse 106 Degrees ausgewählt. Kurse 100. Das heißt, sie fahren im Moment 5800 Platz ein bisschen südlicher als wir. 10P ausgewählt, 10P stattdessen. 11P ausgewählt, 11P. 12P ausgewählt. 13P ausgewählt. Ich mir jetzt vorstellen können, ich. Kann es nicht gut. 14P ausgewählt, 14P ausgewählt, 15P 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 ausgew 29 P aus. 30 P aus. 31 P ausgewählt. 31 P stattdessen ausgewählt. 2 Auswahl entfernt. Kurse 135 EPs ausgewählt. 31 P aus. Hagoji Kurse 132 EPs. Steht 6 ausgewählt. Hagoji Kurse 132. 34 P ausgewählt. 34. Kurse 137 EPs ausgewählt. 5. Hier ist der Auto. Kurse 2. 10 Kurse. 1 Auto. 2. Jetzt habe ich mal genau auf ihren Kurs. 6100 Platz ausgewählt. 6100 Platz stattdessen ausgewählt. 28 P ausgewählt. 28. 6100 Platz ausgewählt. 6. Ich gehe auch mal auf diesen, weil sonst verlieren sie. 6000 Platz stattdessen ausgewählt. Hagoji Detektiv hat 6000 Platz ausgewählt. Auswahl entfernt. Kurse 132 EPs ausgewählt. 30 P ausgewählt. 31 P ausgewählt. 31 P stattdessen ausgewählt. 5600 Platz ausgewählt. 32 P ausgewählt. 31 P ausgewählt. Neue Zeile. Sieg left ausgewählt. Sieg left. Neue Zeile. Motivate left ausgewählt. 5100 Platz ausgewählt. Ein Backboard. 24 P aus. Kurse 122 EP. 5100 Platz. Auswahl entfernt. 16. 12 P ausgewählt. 8 P ausgewählt. Neue Zeile. Sieg left. Neue Zeile. Schreibtariat ausgewählt. Schreibtariat stattdessen ausgewählt. 7 P ausgewählt. 7 P stattdessen ausgewählt. Und? 4700 Platz ausgewählt. 4700 Platz stattdessen ausgewählt. 6 P. Stattdessen ausgewählt. Ayakumeral ausgewählt. Frühstopp ausgewählt. Frühstopp stattdessen ausgewählt. 5P ausgewählt, 5P stattdessen ausgewählt, 4200 Platz ausgewählt, Auswahl entfernt, Kurse 106 EPs ausgewählt. 106 Degrees Kurs. 4P ausgewählt, 4P. Und da hatten wir auch mal ein sehr gutes Schussfenster. Ich hoffe mal, das reicht. 2P ausgewählt. Ja, jetzt gehen sie uns natürlich wieder auf. Die Sinking ausgewählt, Kargoji, die Sinking stattdessen aus. Haben wir das erste versenkt? 1 Islam 5 Fort, 2 Sinking, Kargoji, 1 Fort, 1 Islam 5 Fort, 2 Sinking, Kargoji, 3 Aufschlagwort, 5600, 2 Islam 5 Fort, 7600. 1 5 Off-Port. 2 Sinking, 3 Kargoji, 3 Aufschlagwort, 5600 Platz. Ein Nattefeld, Schreibgeschütz, mehrzeilig, Tracking off, ausgewählt, Kargoji, Tracking ausgewählt, Kargoji, Tracking stattdessen ausgewählt, 3S ausgewählt, 3S stattdessen ausgewählt. 1S ausgewählt, 1S stattdessen ausgewählt. Da
Was kommt uns jetzt? Nur ist ausgewählt. Nur ist ausgewählt. Entgegen? Ein P ausgewählt. Auswahl entfernt. 2P ausgewählt. Ich gebe gerne zu, dass ich etwas verwirrt bin. 3P ausgewählt. 3P stattdessen ausgewählt. 5800 Platz. Kakuschiebkurse 360 EPs. Steht 6 ausgewählt. Kakuschiebkurse 360 EPs. Ausgewählt. Kurse 1. 4P ausgewählt. 4P stattdessen ausgewählt. 5P ausgewählt. 5P stattdessen. 6P ausgewählt. Vielleicht haben die Lunte gerochen. 5700 Platz. Ausgewählt. 5700 Platz. Stattdessen ausgewählt. 7P ausgewählt. 7P stattdessen. 8P ausgewählt. 8P stattdessen ausgewählt. 5700 Platz. Ausgewählt. 5700. Liste Aufbruchkurse pro. Aufbruchkurse pro. Hier steht Kurse Dialog. Eingabefeld schreibgeschützt, mehrzeilig Auswahl entfernt. Ariadne, 10P ausgewählt, 10, Ariadne, Basis ausgewählt, Ariadne. 1P ausgewählt, 1P. Nehmen wir die Verfolgung auf. 5400 Platz ausgewählt, 5020 in Kabel, 1 Kabel, 16 Aufstab, 1 20 in Kabel, 27 Aufstab, 1 Beton, 1 Kabel, 2, 1 Kabel, 16 Aufstab, 1 Kabel, 2, 16 ist ausgewählt, 16. Entweder in Havia 10 ist ausgewählt, entweder in Havia 10 ist. Auswahl entfernt, 34. 44 S ausgewählt, 44 S hat es ausgewählt. Kurse 45 EP ausgewählt, 52 S ausgewählt, 52 S hat es ausgewählt. Kabel, Kurse 560 EP, steht 6, Kabel. Kurse 45 EP ausgewählt, Kurse 54 S, Ariadne, Ariadne, ausgewählt, Auswahl entfernt. Mal lauschen. 4200, ja, Reverse ausgewählt, Fullstop. Da steuert es ausgewählt, 54 S hat es ausgewählt. Da sind der Kamerad. 51 S ausgewählt, 52 S ausgewählt. 51 S ausgewählt, 51 S, 4100 Jahre ausgewählt. Ariadne, neue Zeile, 50 S ausgewählt, 50 S, 48 S aus. Ihren Kurs kreuzen sollten wir doch. Auswahl entfernt, 1, 2, 3, 4, 5, ganz gute Chancen haben, dass sie uns gleich schön schiebt, weil wir vor den Kugel aufschauen. Hört ihr sie? Man hört die Schiffe so schön hier. 27 S. 25 S. 23 S ausgewählt. 22 S ausgewählt. 22 S ausgewählt. Auswahl entfernt. Kabel, die Passport, die ausgewählt. Oh, jetzt haben sie uns gesehen, aber sie können nichts machen, außer wegfahren. 15 S ausgewählt. 14 S ausgewählt. Was aber nervig genug sein kann, weil sie vielleicht den Kurs ändern, wer weiß. 12 S ausgewählt. 12 S hat es ausgewählt. 11 S ausgewählt. 11 S hat es ausgewählt. 10 S ausgewählt. 10 S hat es ausgewählt. Bisher tun sie aber gar nichts. 7 S ausgewählt. 6 S ausgewählt. Ja? Auswahl entfernt. 5 S. Und jetzt tust du auch gleich gar nichts mehr. Wenn jetzt noch Feinde in der Nähe wären, würde ich jetzt ein Alarmtauchen machen, aber ich lasse es jetzt mal. Und vertraue darauf, dass ich gut genug geschossen habe. Und da sinkt es. Dann überprüfen wir jetzt mal. Informationen, Messer, Schatten, Mission, Statistik, die Rotfeld, Sorgen, Enemy, ein Cargo-Sheets, Tagesreft, Mission, ein Cargo-Sheets, Fokus, ein Destroyer, drei Cargo-Sheets, okay, Schalter, ein Cargo-Sheets. Ein Destroyer, drei Cargo-Ships und das eine überlebt noch, aber das liegt daran, dass es sinkt. Wir haben es also geschafft, Leute. Wir müssen jetzt nur noch dem Frachtschiff beim Versinken zugehen und dann in die Tiefe des Meeres tauchen und ungesehen verschwinden. Ja. Na komm schon. Mach's nicht so spannend. Braucht der nochmal eine extra Einladung? Eigentlich nicht. Liste Einblick in Kargoschieb 5 auf Port, 4500 Jahr, Eingabefeld schreibgeschützt, mehrzeilig Entwurm, Mission, Messvorstand, E-Vor-Einzelnehmer, Report ausgewählt, Kompulation, 7 Abel, Kompulation, Mission, successfully ausgewählt, Kompulation, 7 Abel, Kompulation, Mission, 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 wir haben es geschafft. Das war die zweite Mission, die ich kannte, die ich dann gemacht habe und dann gedacht, wow, ich habe es ja hingekriegt. Aber wie ihr gesehen habt, so kompliziert war es gar nicht. Viel davon ist wirklich, man muss den Gegner suchen, man muss den kalkulieren, man muss dann eben auch mal kurze Kurse kalkulieren und so ein bisschen rechnen anscheinend. Und das finde ich halt schon so das Authentische an dem Spiel, weil das war U-Boot-Krieg, soweit ich das weiß. Ne? So wahnsinnig viel weiß ich davon nicht, aber ganz viel abwarten, ganz viel kalkulieren, ganz viel nachdenken, ganz viel unter Wasser lauern. Und dann mit einem Torpedo den Gegner vernichten. Und wenn der Gegner sich gar nicht gewehrt hat, wenn er gar nicht wusste, was passiert ist, bis sie abgesoffen sind, dann hat man es richtig gemacht. Ja, ich hoffe, es war auch interessant zum Zuhören. Und ich überlege mir vielleicht für die nächsten Fahrzeiten, es wird bestimmt wieder Fahrzeiten geben, lustige Themen zum drüber reden oder so. Und dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal.